Grüß dich. Herzlich willkommen zum Podcast Dein Buch mit Tom Oberbichler. Als Bestsellerautor und Buchmentor zeige ich dir, wie du dein Buch und E-Book erfolgreich schreibst, veröffentlichst und vermarktest. Du bekommst hier Tipps, Anleitungen und Strategien für dich als Autor oder Autorin. Herzlich willkommen zum Mission Bestseller Podcast. Da spricht wieder Tom Oberbichler aus Wien. Ich habe heute eine liebe Kollegin zu Gast, die Helen Schmidt aus Berlin von buchvermarktung.de. Und kennengelernt habe ich die Helen über Facebook. Es ist mir aufgefallen, weil sie da eine Buchmarketing-Gruppe hat. Das war das Erste. Und ich habe dann ein bisschen mich umgeschaut. Ich bin immer neugierig, wenn ich auf Kollegen und Kolleginnen draußen treffe, die auch was mit Büchern machen, schaue ich immer, wie sind die so drauf, was machen die? Habe mir einen Blog angeschaut und dann habe ich einmal so einen Blog rausgetan, den werde ich auch verlinken in den Journals, die besten Ressourcen für Self-Publishing-Autorinnen. Da habe ich den von der Helen mit aufgenommen. Und da bin ich einfach noch neugieriger geworden, weil ich gehört habe, dass sie die Online-Buchmesse im Herbst 2019 jetzt schon zum zweiten Mal veranstaltet. Ich konnte mir nicht wirklich viel darunter vorstellen. Ich dachte, ich lade die Helen in den Podcast ein und lass mir alles brühwarm erzählen. Bevor ich dich jetzt löcher, Helen, stell dich selber kurz vor, wer du bist, was du machst, wie du wahrgenommen werden willst und dann hupfen wir rein in das Thema Online-Buchmesse. Bitte. Ja, danke für die Einladung. Wie schon gesagt, mein Name ist Helen Schmidt von Buchvermarktung und ich habe die erste Online-Buchmesse ins Leben gerufen, die eigentlich durch Zufall entstanden ist, da ich in meiner hauptberuflichen Tätigkeit Autoren dabei helfe, ihre Bücher richtig zu vermarkten und immer auf der Suche bin, zu schauen, wie können wir die Reichweite in den Online-Medien erhöhen, welche neuen Sachen kann man ausprobieren. Und da sind wir eigentlich über die Idee von Hashtag-Challenges darauf gekommen, dass man die, letztes Jahr war die Frankfurter Buchmesse zu der Zeit, dass man da so ein bisschen für die Zuhausegebliebenen eben auch ein Angebot macht, damit die nicht alle so traurig sind, dass sie nicht nach Frankfurt fahren können. Und da habe ich festgestellt, dass der Hashtag Online-Buchmesse noch frei ist und die Domain auch. Und habe dann einfach in der Gruppe gefragt, ob Autoren Lust haben. Und innerhalb von anderthalb Wochen waren 200 Aussteller gefunden, wow, die an dieser Online-Buchmesse teilnehmen, die über die sozialen Medien funktioniert. Mhm. Super. Pass auf, da sind wir schon mittendrin in der Materie. Die Webseite ist onlinebuchmesse.de oder wie? Genau. Ja. Du hast gesagt, Hashtag Challenge, jetzt, natürlich weißt du da draußen genau, was das ist, aber für die, die es noch nicht wissen, da können wir ja gleich kurz ein bisschen Hashtag, das ist diese Raute, ne? dieses Teilchen, was du verwenden kannst, vor allem auf Twitter und Instagram. Erzähl ein bisschen kurz zum Thema mal Hashtag Challenge überhaupt, was das ist, dass die Leute sich was darunter vorstellen können. Ein Hashtag ist ungefähr sowas wie ein Anker in den sozialen Medien, weil irgendwie schwimmt ja da alles, jeder kann irgendwo hinspringen und so ein verbindendes Element ist ein Hashtag. Bei Instagram oder Twitter kann man den anklicken und dann werden einem eben die Beiträge dazu angezeigt. Bei Facebook funktioniert das auch mal schlecht, mal recht, die sind da nicht ganz so gut Hashtag optimiert, ne, muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber bei Twitter und Instagram und auch bei Pinterest funktioniert es eben ganz gut, dass man sich einen Begriff überlegt, zu dem dann eben verschiedene Autoren, Verlage, Blogger, Dienstleister, was auch immer. Jeder kann da eigentlich mitmachen. Also ganz bekannt sind immer irgendwelche Blogger-Lese-Challenges. Ne? Mhm. Also da gibt es dann einen Namen für diese entsprechende Challenge und dann gibt es Aufgaben. Da erfüllt man dann eben die Aufgabe in Cover mit einem roten Hintergrund. Mhm. Das lese ich im Monat Juni und im Monat Juli muss denn der Protagonist weiblich sein. Und so gibt es viele Aufgaben, die eben über diesen einheitlichen Hashtag verbunden werden und so können sich die Leser einmal durchstöbern. Das ist cool. Auf Instagram, da weiß ich, da kann ich ja auch Hashtags folgen, ne? So wie ich ein Konto folge, da kann ich das anzeigen lassen. Da sehe ich immer, egal wer was postet zu dem Thema. Genau, und suchen kannst du danach auch eigentlich auf jeder Social-Media-Plattform immer aktiv. Also Hashtag OBM 2018, ne, da werden einem immer noch die ganzen Beiträge vom letzten Jahr angezeigt. Also kann man sozusagen rückwirkend nochmal durch die Messehallen eigentlich schlawenzeln. Ja, perfekt. Durch die Messehallen scharwenzeln. Also okay, Frankfurt kenne ich, Leipzig kenne ich auch. Da ist eine Halle, massenhaft Leute. Je nachdem, wann man kommt, ist entweder ein Geschiebe oder nicht. Da drinnen gibt es dann ein Sammelsurium von Buchständen. Da und dort vielleicht ein kleines Kaffeehaus. Und dann wie schaut das im
im Online-Leben aus? Ja, wie funktioniert das? Ja, also den Hashtag, okay, wenn ich den Hashtag eingebe, dann sehe ich alle Beiträge, die zu dem Thema kommen. Aber wie funktioniert das dann in der Praxis? In der Praxis ist es so, dass die Online-Buchmesse zum Beispiel Autoren in Halle 1 beherbergt. So ist der Hashtag OBM 2018 Halle 1. Da finde ich alle Autoren. Halle 2 sind dann die Verlage, Halle 3 sind die Dienstleister und in Halle 4 sind dann die Blogger untergebracht. Und alle vier Gruppen haben Tagesaufgaben, sodass es auch alles irgendwo strukturiert ist. Ne? Weil es kann ja nicht sein, dass der eine an dem einen Tag sein Buch vorstellt und der andere genau an dem Tag sein Genre. So gibt es also einen Ablaufplan, dass die Leser eben wissen, okay, an Tag 1 lerne ich den Autor kennen, an Tag 2 das Genre und bei den Dienstleistern eben angepasst ihr Angebot. So. Und dann überlege ich mir eigentlich nur als Besucher, na welchen Facebook, zum Beispiel ist mein Lieblingskanal Facebook, also gehe ich darüber auf die Messe. Da treffe ich alle Autoren, die aktiv in Facebook teilnehmen. Bin ich aber lieber ein Mensch, der auf Instagram unterwegs ist, gehe ich eben über den Instagram-Kanal und betrete so die Messe. Wenn ich die ganze Messe kennenlernen will, gehe ich einfach dann zu dem Messezeitpunkt auf onlinebuchmesse.de. Da gibt es eine Live-Seite, da werden egal von welchem Social-Media-Kanal alle Beiträge angezeigt und bei den Autoren beispielsweise in diesem Jahr auch nach Genre unterteilt. Wow. Weil dadurch, dass es immer mehr Autoren werden, ne, und nicht jeder, der Fantasy mag, liebt jetzt auch Krimis und Thriller, dass man da eben so ein bisschen gezielter sich bewegen kann, gibt es da eben dann auch die Halle für die Fantasy-Autoren oder eine Halle für die Krimi- und Thriller-Autoren. Genau, darüber kann ich dann in die Messe einsteigen. Und von da ist es denn je nachdem, wenn mich ein Autor begeistert, der zum Beispiel auf Twitter aktiv ist, klicke ich auf den Beitrag und werde gleich zu Twitter weitergeleitet. Spannend. Das heißt, also, wenn ich mir das so vorstelle, dann denke ich mir, es ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, um Autoren kennenzulernen und Autorinnen, weil ich ja da einfach eine Auswahl, nicht nur irgendwelche, sondern ich kann Autoren kennenlernen, die auch ein gewisses Maß an Aktivität zumindest an den Tag legen, weil sonst wären sie nicht dabei, ne? Genau, richtig. Und auch die Dienstleister kann man kennenlernen. Ne? Als Autor hat man ja, wenn man auf einer Messe ausstellt, selten die Gelegenheit, eigentlich mal bei den Dienstleistern vorbeizugehen, außer man hat jemanden, der mal schnell auf den Stand dann irgendwie einspringt. Ja. Und man kann sich halt frei bewegen. Man kriegt immer eine Benachrichtigung, wenn jemand an dem eigenen Messestand ist und vielleicht zu dem Beitrag einen Kommentar hat. Ich kann mich aber auch bei anderen gucken und umgucken. Und es war gerade für, im letzten Jahr war eine Lektorin dabei, die war gerade seit 2 Monaten selbstständig. Und sie hat noch heute von den Kontakten, die sie auf der OBM machen konnte. Also gerade auch für Dienstleister ist die Messe halt super, um sich zu vernetzen. Man kann Arbeitsproben abgeben. Es wurden denn beispielsweise ein freies Lektorat verlost als Goodie. Also sowas gibt es dann auch. Und in diesem Jahr gibt es vor allen Dingen auch für die Blogger, gibt es sogar richtige Goodie-Pakete, die dann verschickt werden, wo ganz viele tolle Überraschungen drin sind. Oh, und die Blogger erwarten. Du, wenn jemand am Stand vorbeikommt. Okay, die Messe ist OBM 19 wird es dann sein, wahrscheinlich. Genau. Ne? Und dann OBM 19 Halle 1, da bin ich, weil ich ein Autor bin. Ne? Und habe ich dann OBM Halle 1 Stand 1 für meinen Stand? Oder wie ist mein Stand? Oder ist mein Stand mein Social Media Profil? Genau. Und du kriegst sozusagen am ersten Tag die Aufgabe, stell dich einmal vor, dazu erstellst du einen Beitrag. Ja. Diesen Beitrag verlinkst du denn mit Hashtag OBM 2019 Halle 1, weil du der Autor bist. So, dann kannst du noch, nehmen wir an, du bist Fantasy-Autor, machst du also Hashtag OBM 2019 Halle 1.1. Es gibt natürlich, die Illustratorin ist gerade dabei, einen Hallenplan zu entwerfen. Ja, da gibt es auch einen Pausenraum, da gibt es auch einen Lesungsraum und versieht es denn mit den entsprechenden Hashtags, dass man eben auch einfach nachschlagen kann, wo ich hin muss. Faszinierend. Coole Idee. Also wie schaut das jetzt aus? Okay, es spricht Autoren an und Autorinnen. Es spricht die Blogger und Bloggerinnen an. Die Verlage hast du und die Dienstleister. Dienstleister habe ich jetzt verstanden, da denke ich jetzt mehr so an Cover, Buchsatz, Korrektorat, Lektorat, nicht an Amazon, BOD, Tolino und Co. Sind alle angeschrieben, sind aber leider auf anderen Messen. Ich glaube so, ich weiß gar nicht, in Österreich ist irgendwie gleichzeitig auch eine Messe. Ne? Man kriegt ja, mittlerweile sind ja so viele Messen irgendwo. Also es ist Wahnsinn. Die von Tolino Media haben gesagt, sie wären gerne dabei, aber sind halt nicht, sind eben auf einer anderen Messe. Müssen wir mal gucken, wie wir das im nächsten Jahr timen können. Also es ist
im Prinzip für den kompletten Buchmarkt sind da Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Du lass uns mal von den konkreten Daten sprechen jetzt im Herbst. Wann genau läuft denn das? Vom 6.11. bis zum 10.11. Ah, da kann ich dir schon auch sagen, was für eine Messe parallel ist. Das ist nämlich die Buch Wien. Ach, siehst du? Genau. Und die ist mir natürlich aus meiner Sicht, ich hatte jetzt nur im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum geguckt, bei der Terminierung nicht auf dem Schirm. Ich will mich ja nicht unbeliebt machen, aber ich glaube, es ist kein großes Versäumnis. Ich glaube aber sogar die Lit Love oder irgendeine Messe, glaube ich, noch mit Romance ist auch, aber die ist halt nur Samstag und Sonntag, ne? Also die Online-Buchmesse startet halt schon am Mittwoch und läuft, also Mittwoch den 6. bis dann Sonntag den 7. Da ist halt Platz. Und das Schöne an der Online-Buchmesse ist, ne, die habe ich immer in der Tasche. Ja. Also wenn ich auf einer anderen Messe gerade irgendwie eine Kaffeepause habe, nehme ich einfach mein Smartphone raus und gucke, was passiert. Ja. Oder es war halt wirklich so, dass die meisten Aussteller gesagt haben, sie sind irgendwie aus dem Bett aufgehört, hatten ihr Smartphone in der Hand, waren die ersten anderthalb Stunden rum, weil sie sich einfach auf der Messe von dem einen Thema ins andere gekommen sind. Und da läuft man sich nicht die Füße wund, sondern man tippt sich mehr die Finger wund. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, dass das sozusagen, wenn du jetzt zuhörst und du findest die Idee cool und willst mitmachen, da geht es jetzt nicht nur darum, dein Ticket zu kaufen bei der Helen, sondern du musst da schon noch ein bisschen Zeit einplanen und ein bisschen vielleicht auch schon im Vorfeld ein wenig eine Strategie überlegen, neben den Aufgaben, die du kriegst, was du dort machen willst, vielleicht ein bisschen Inhalte auch vorbereiten, die du dann teilen kannst, ne? Definitiv, Inhalte sind ganz wichtig. Also es gibt Tagesaufgaben, die vorgegeben werden, damit man eben nicht dasteht und denkt, oh, was mache ich denn heute? Mhm. Es ist eben auch so ein bisschen dafür da, dass sich die Dienstleister, also dass eigentlich alle Aussteller sich einfach mal damit beschäftigen, wie funktionieren denn diese sozialen Medien? Was kann ich denn da posten? Also ganz viele Autoren, mit denen ich zusammenarbeite, die immer sagen, ach Mensch, ich will da aber nicht die ganze Zeit nur meine Katze irgendwie fotografieren. Ne? Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich denke, sie sind Geschichtenerzähler und eigentlich prädestiniert davon, die besten Inhalte in den sozialen Medien zu präsentieren. Mhm. Die Themeninhalte auf der OBM geben dann einfach so ein bisschen die Richtung vor. Im letzten Jahr war das größte Thema, was am meisten Aufregung eigentlich verursacht hat, der Punkt Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Weil den hatten alle. Ne? Den hatten Autoren, den hatten die Verlage, die Dienstleister und auch die Blogger. Und haben alle so ein bisschen auch erstmal an sich angefangen, wie stelle ich das dar, was mache ich da für ein Bild, wie präsentiere ich mich eigentlich selber. Ne? Also man kann dafür durch eine Menge ausprobieren. Viele haben Instagram als ihre Plattform überhaupt erstmal kennengelernt und gelernt, wie funktioniert es, wie dynamisch ist es. Also irgendwann gab es sogar Posts, das war ein Pausenraum auf Instagram, ein Bild von einem schönen Buffet. Ne? Und irgendein Autor hat dazu alle eingeladen und da haben sich dann alle Hallen getroffen. Also da waren dann Verlage, Dienstleister, die sich unter diesem Post einfach unterhalten haben und da ist so eine Lebendigkeit entstanden und so ein Feuer. Also es war, ist wirklich Wahnsinn, was die Autoren alle da geschaffen haben an Geschichten. Und ja, das sind natürlich, das kann man schon vorstellen, wenn da 200 Leute waren, waren es im letzten Jahr, ne? Wenn die da anfangen, das ist ja auf in den Social Medien, egal was du hast, wenn du anfängst, ein bisschen dich so aktiv zu vernetzen, im Sinne von nicht einander zu folgen, sondern wirklich zu kommentieren und aufeinander ein bisschen einzugehen, auch in der Kommunikation, also ein bisschen wirklich dieses Zuhören und dann auch entsprechend reagieren, das steigert ja die Sichtbarkeit von allen Beteiligten enorm. Ne? Das ist ja eigentlich neben bezahlter Werbung im Moment, dass das Einzige, wie du wirklich Leute erreichen kannst, ist, wenn du irgendwie Beiträge schaltest, die eine hohe Interaktionsrate haben, oder? Wie siehst du das? Genau, du musst ja halt aber auch vorher überlegen, wie spreche ich denn die einzelnen Menschen an? Ne? Also man muss da auch immer gucken, von wo kommen denn eigentlich die Zuschauer? Die wollen natürlich immer die neuesten Sachen haben. So, die wollen immer irgendein Angebot, einen Rabatt oder ein Gewinnspiel haben. Die wollen was lernen. Die wollen unterhalten werden und die wollen vor allen Dingen auch oft inspiriert werden. Also genau das ist der Grund, warum diese Zitatbeiträge auch so unheimlich gut funktionieren. Weil man darf nicht vergessen, Social Media funktioniert größtenteils über ein Smartphone. So, da muss man also überlegen, wo nutze ich dann am meisten dieses Smartphone? Und es ist halt in der Pause, im Bett, manche auf der Toilette, nebenbei beim Fernsehen. Das heißt, auch die Aufmerksamkeitsspanne der Social Media Konsumenten ist relativ gering, deswegen bringen zum Beispiel Textschnipsel, die einen ewig langen Text haben, ganz wenig, weil die wenigsten beim Durchscrollen den wirklich komplett lesen. Also wirklich dann mehr so in einem Bild, wenn ein Text ist, wirklich ein Satz.
Ja, ein Satz, der ist knallig, der erregt die Aufmerksamkeit und dann lese ich den weiteren Text darunter. Mhm. Ne, also das wäre zum Beispiel eine Sache, worauf man achten müsste. Oder dass man sich einen festen Tag aneignet, an dem man Buchtipps gibt oder irgendwelche Zusatzsachen den Lesern anbietet. Ne? Ein Sequel oder ich überlege mir einfach mal, dass irgendein Hauptprotagonist für einen Monat meinen Instagram-Kanal übernimmt. Und wenn ich jetzt Krimis schreibe, dann gebe ich dem Instagram-Kanal halt einfach mal wirklich den Mörder, ne, und denke mir die Geschichte natürlich so aus, dass man nicht gleich drauf kommt, weil sonst spoilere ich mich ja wieder irgendwie selbst. Aber dann kann ich den Kanal auf einmal düster machen. Da kann ich mit dunklen Filtern arbeiten. Ja. Also so die Richtung. Ich kenne das von Twitter. Da gibt es so ein paar Projekte, also zwei. Eins habe ich vor kurzem wieder entdeckt und das andere Mal, das ist schon ein paar Jahre her, wo richtig für die verteilten Rollen aus dem Buch jeweils ein Twitter-Account vergeben wurde. Und die dann, das war, glaube ich, eine Science-Fiction-Geschichte, oder? Da gab es den Captains-Account und den Navigator und so. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, schon ein bisschen aufzufallen, weil es eben doch noch immer ungewöhnlich ist. Und du musst ja immer irgendwie, es musste ja gelingen, dass du eine Beziehung herstellst zu den Leuten, irgendwo, wo sie das nachvollziehen können und sich selber auch einbringen. Das ist eine coole Sache. Und das andere war so, da war es im Endeffekt eine Familie. Da gab es den Onkel Julius, glaube ich, oder so, und die Tante Emma, und die waren alle aus einem Buch. Ne? Das sind schon coole Sachen, die man dann machen kann. Mhm. Ja, also es bietet halt wirklich viele Möglichkeiten und die Messe ist halt eben dazu da, man kann sich einfach ausprobieren, man kann sich vernetzen. Meistens ist es ja auch so, dass man irgendwo mal eine Scheu hat. Ne? Auf so einer echten Messe ist es ja auch so, du stehst am Stand, hast alles schön gemacht, stehst vielleicht auch mit Autogrammkarten irgendwas Bescheid und die Besucher gehen einfach vorbei und manche ducken sich halb und schnappen sich so ein Lesezeichen und haben eigentlich Angst, dass du sie ansprichst. Ne? Mhm. Diese kleine Hürde, die da immer noch ist, die hat man meistens in den sozialen Netzwerken nicht. Und gibt es natürlich auch im Negativen. Wir hatten letztes Jahr Glück, wir hatten wirklich durchweg nur positive, schöne Kommentare, die Mehrwert gebracht haben. Mhm. Und weil sich die Menschen da einfach auch ein bisschen mehr trauen. Und wenn jetzt die Aussteller auch sich trauen, sich anfangen zu bewegen, sich untereinander vernetzen, dann ist das halt wirklich ein Selbstläufer. Und bis heute sind da viele Freundschaften entstanden, ne? Und die sich gegenseitig dann irgendwie auch unter die Arme greifen. Und das Ganze rennt jetzt rein Hashtag passiert, das heißt sowas wie eine Facebook-Gruppe oder so irgendwas, gibt es dann nicht parallel dazu? Nee, also das Einzige, was es parallel dazu gibt, ist quasi die Homepage, ne, auf der alle Beiträge gesammelt angezeigt werden. Und in diesem Jahr gibt es eben noch einen Chatbot, der funktioniert über WhatsApp und wahrscheinlich den Facebook Messenger. Da müssen wir mal gucken, wie es technisch realisierbar ist. Mhm. Und zwar haben wir da einen Partner an unserer Seite, der diese Struktur bereitstellt, dass man eben wie so ein Messeguide irgendwie dahinterlegen kann. Also es ist dann so, dass der Besucher schreibt eigentlich den Chatbot einmal an und sagt, hi, ich möchte auf die Messe. Dann sagt der Chatbot, stellt sich kurz vor, sagt, wer er ist. Und dann geht's weiter mit, was ist denn dein Lieblingsgenre? Mhm. Beispielsweise Fantasy, Romance. Mhm. So, dann entscheide ich mich als Leser, ich lese gerne Romance und dann stellt mir der Chatbot einfach die Autoren von der Messe vor und was die so schreiben und er verschickt vor allen Dingen auch Leseproben und Cover. Und wenn ich dann schon das Cover habe, was mich ja meistens umhaut, weil es von einem professionellen Coverdesigner erstellt ist, ne, dann leite ich das natürlich als Leser gleich an meine Freundin weiter, weil ich weiß, die liest das ja auch. Und wenn mich die Leseprobe fesselt, dann kaufe ich halt auch das Buch oder schicke auch die Leseprobe gleich in meiner WhatsApp-Gruppe weiter. Es gibt ja sogar WhatsApp-Buchgruppen. Ne? Ja, also, da haben wir so ein bisschen versucht, dieses Online-Marketing, also die Möglichkeiten, die da geboten werden, auch irgendwie abzufassen. Weil natürlich, ne, bei allem Sonnenschein gab es auch kritische Stimmen. Und dadurch sind halt diese Pakete entstanden, die es heutzutage für die Messe gibt, dass ich mich entscheiden kann, okay, ich bin jetzt ein Autor von Romance und ich möchte gerne, dass Leseproben verschickt werden. Dann stelle ich halt das Paket, wo dieser Chatbot mit drin ist. Mhm. Wenn es mir reicht, dass ich meine Sichtbarkeit einfach nur erweitern möchte, dann gibt es sozusagen das Schaufenster, was ich auf der Homepage machen kann. Und wenn ich einfach nur mitmachen will, weil ich Spaß habe und die Idee der OBM einfach so toll finde, dann gibt es eben auch Einsteigerpakete. Cool, ich muss mir das gerne anschauen. Also onlinebuchmesse.de in einem geschrieben, oder? Genau, in einem geschrieben. Tada. Genau, also noch ist sie für die Aussteller vorbereitet. Ne? Man hat einen Eindruck davon, was die Messe ist, wie sie aufgebaut ist, wie man an die Ausstellerunterlagen rankommt.
Und zum Messezeitpunkt schalten wir dann eben auf die andere Homepage um, die dann eben die Genre anzeigt, die den Chatbot beinhaltet, die die Hallenpläne macht, die Tagesaufgaben. Also es wird dann wirklich alles veröffentlicht, dass sich auch jeder zurechtfindet. Die OBM selbst hat einen Facebook-Account, hat einen Instagram-Account, Pinterest, Twitter, YouTube, denn in diesem Jahr wird es auch Lesungen geben, die quasi von der OBM gehostet werden. Natürlich kann auch jeder eine Facebook-Live-Lesung machen, die Möglichkeit steht auch immer. Haben auch ein paar Autoren genutzt, einfach nur, um die Funktion auszuprobieren. Mhm. Ne, das ist halt auch ganz schön. Also wir sind so ziemlich auf jedem Social-Media-Kanal irgendwie vertreten. Super. Das heißt, wenn die für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt bei uns dabei sind, wenn die jetzt Lust gekriegt haben und lange Zähne an sich da einen Platz sichern wollen, dann gehen die einfach auf die Seite onlinebuchmesse.de und da gibt es dann diesen Button, so einen rosanen Informationen für Aussteller, Ausstellerinformationen anfordern und dann schickst du ihnen per E-Mail das Angebot zu, oder wie funktioniert? Genau, und sie sagen mir dann noch, ob sie Autor, Dienstleister, Verlag oder Blogger sind. Mhm. Also für die Blogger ist die Teilnahme an der OBM kostenlos und wir haben in diesem Jahr ein Kontingent an Goodies, ne? Und da ist es halt wirklich so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Also die ersten Blogger, die sich sozusagen registrieren, gehen sicher, dass sie auch die tollen Goodie-Pakete erhalten. Ran an die Tasten, kann ich dann. Da wirklich tolle Sachen mit bei sind. Ich muss mich mal schon so zusammenreißen, dass ich nichts davon zeigen darf, weil es natürlich erst eine Überraschung ist, die dann zur Messe präsent wird. Mhm. Ne? Aber so können halt Booktuber, Bookstagrammer, alle Buchblogger in ein Variation, auch mit einem ganz normalen Standardblog, sind alle herzlich willkommen. Super. Du, und jetzt ist die Messe im November. Ist es so, gibt es ein Limit an Plätzen oder kann da jeder oder jede mitmachen, die Lust hat? Also die Teilnahme an der Messe, da gibt es kein Limit. Wo es ein Limit gibt, ist bei den Paketen. Weil gerade bei dem Chatbot ist es halt so, ne, es kann nur eine gewisse Anzahl an Genre Autoren, sage ich mal, angezeigt werden, weil wenn ich dem Leser jetzt irgendwie 50 Namen um die Ohren haue, das geht verloren. Also muss es so ein bisschen strukturiert sein und es ist so, dass es maximal 10 Autoren pro Genre sind. Manche Genres sind schon besetzt, ne, mit den einzelnen Paketen, aber da kann man dann, wenn man sich dafür interessiert, einfach anfragen, ich schreibe für das und das Genre, ist da eventuell noch ein größeres Paket mit dabei. Mhm. Ansonsten gibt es keine Grenzen, weil eben die sozialen Medien auch nicht begrenzt sind, wirklich alles und jeder teilnehmen kann und umso mehr Teilnehmer wir haben, desto mehr Sichtbarkeit. Also ich kann auch schon verraten, dass auch ein großer Publikumsverlag mit dabei ist. Ne? Und nur alleine, wenn die mitmachen und ihre Sichtbarkeit dann aktivieren sozusagen und Besucher ansprechen, dann hebt die Messe und es fängt eigentlich wirklich an zu fliegen. Von daher sind da keine Grenzen gesetzt. Okay, also ich denke mal, du hast jetzt fast alle Informationen, die du brauchst draußen. Den Rest kriegst du, wenn du die Ausstellinformationen bei der Helen anforderst, onlinebuchmesse.de und dann sehen wir uns im November. Lass uns vielleicht so, oder hast du von dir aus noch was zur Messe, was du gerne noch teilen magst, wo ich dich nicht gefragt habe, Helen? Ach, ich glaube, wir haben wirklich komplett einmal alles angesprochen und es macht Spaß, sich zu vernetzen. Man lernt sich miteinander kennen, also es ist ja so, es sind ja nicht alle Autoren dieser Welt, ne, in den sozialen Medien, aber es strömen immer mehr dazu. Es gehört einfach zum Marketing mit dazu. Und es ist eine tolle Möglichkeit, sich zu zeigen und sich auszuprobieren und neue Kontakte zu knüpfen. Cool. Dann sage ich da mal danke. Ich würde sagen, wenn du Lust hast, jetzt so zum Abschluss noch ein bisschen, lass uns noch so 2, 3 Social-Media-Tipps den Zuhörern und Zuhörern mitgeben, die sie schon in der Vorbereitung von der Online-Buchmesse 2019 nutzen können. Ich habe irgendwie so ein bisschen rausgehört, dass du so Instagram, dass das so ein Bereich ist, den du gerade im Moment sehr spannend findest. Vielleicht reden wir da drüber. Das sind, glaube ich, viele noch am Anfang, was das Social Media Marketing betrifft. Ja, da ist das, was mir ganz besonders auf der Seele brennt, ist die Funktion der Story. Ne? Es sind 24 Stunden, wird irgendein Beitrag angezeigt. Wenn ich ein Instagram-Profil einrichte, mache ich mir als Autor vorher Gedanken, okay, was habe ich für ein Buch geschrieben, was habe ich für Inhalte, was kann ich für Beiträge zeigen? Und dann sitze ich irgendwann da und denke, was mache ich eigentlich mit der Story? Mhm. Die ist halt wirklich einfach dafür gedacht, wenn man von seinem Konzept abweicht, weil man muss irgendwo in diesem Wust an Möglichkeiten den Lesern eine Struktur geben. Und das mache ich durch regelmäßige Beiträge. Es gibt zum Beispiel den Throwback Thursday. Ja, da ist jeden Donnerstag zeigt man, was man vor 10 Jahren, vor 15 Jahren oder letzte Woche gemacht hat oder bei Recherchearbeiten. Mhm. Ne?
Und in der Story, da bin ich dann zum Beispiel, würde ich das denn machen, heute bin ich bei Tom im Podcast und zeige mich denn, wie ich jetzt vor meinem Laptop sitze und wie wir miteinander sprechen. Mhm. Oder ich bin Autor und auf dem Weg zur Messe, dann filme ich mich und sage hier, ich bin auf dem Weg zur Messe. Also was halt wirklich viel gemacht wird, ist so dieses, dieses Danke, dass du mich geliked hast. Ne? Aber das interessiert mich als Leser eigentlich herzlich wenig, dass mein Lieblingsautor jetzt von irgendeinem Blogger, den ich nicht kenne, also oder von irgendeinem Leser, ne? Also das ist halt so, das sieht manchmal hübsch aus, aber eigentlich klicke ich da nur weiter und denke, oh Gott, weg damit. Ja. Was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Stories mehr zum Leben erweckt werden. Also wie ich mir wünschen würde, dass E-Mail-Marketing von Autoren schöner genutzt werden, indem sie wirklich schöne Inhalte, Geschichten erzählen, irgendwelche Welten bauen, mich mitreißen, mir Krankenakten schicken, mir einen Prequel oder einen Sequel einfach zusenden. Ne? Das wünsche ich mir auch bei Instagram dann eben in der Story oder in diesem Profil einfach, dass ich wirklich mitgenommen werde in die Welt von dem Autor und seinem aktuellen Buch. Ne? Und nicht eigentlich nur, hier ist meine Katze, ich schreibe gerade irgendwie zum dritten Mal das Ende um. Ja, weißt du, also das eine, da bin ich ganz bei dir, was ich gerade in der Vorbereitung von so einem Event mir auch noch einmal anschauen würde, ist halt die Profilbeschreibung, die du da von dir hast, wenn du damit rechnest, es kommen jetzt mehr Leute und auch so ein bisschen, wenn ich eine neue Person kennenlerne auf Instagram, dann gehe ich ja auf das Profil und schaue mir das an und es ist auch interessant, was für ein Bild ergeben deine einzelnen Bilder sozusagen? Ist das gerade und drüben oder gibt es die Struktur, von der du sprichst? Kann ich die irgendwie wiederfinden? Das denke ich mir. Und bei den Stories habe ich so einen Eindruck, jetzt auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass es ein guter Weg ist, um irgendwie mit Leuten ein wenig in Interaktion zu kommen. Du kannst ja dort auch Fragen stellen und so. Mir kommt vor, wenn ich es in dem Moment, wo ich mir die Zeit nehme und so ein bisschen regelmäßig mache und nicht nur ein Foto in die Story tue, sondern so ein bisschen eine Bildgeschichte erzähle oder so, dann habe ich dort oftmals mehr Leute, die sich es anschauen und reagieren als bei den Beiträgen. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist. Ja, ist richtig. Man kann Umfragen stellen. Ne? Die Möglichkeit gibt es ja mittlerweile, GIFs mit einfügen, die dann irgendwie lustig winken. Aber du hast auch einen ganz wichtigen Punkt erwähnt, und zwar, dass die Standardeinrichtung halt vorhanden sein soll. Wenn man da mal kurz zu Facebook rüber guckt, ich habe eine Gruppe, die heißt Buchvermarktung, Hilfe und Unterstützung für Autoren. Mhm. Und da analysiere ich jeden zweiten Mittwoch kostenfrei die Seiten der einzelnen Autoren. Mhm. Das heißt, man postet dann unter diesem Beitrag einfach seine Autorenseite und dann gucke ich mir die Facebook-Seite an und sage, okay, du hast ein total schönes, weiß nicht, Profilbild beispielsweise, aber man erkennt gar nicht, für welches Genre du schreibst. Wenn ich jetzt ein Leser bin, dann möchte ich gleich sehen, oh, hier sind jetzt Mord und Totschlag, ne? Und ich finde jetzt keine Gay Romance oder irgendwelche Millionärsgeschichten bei dir. Und auf diese, so ein paar Punkte gibt es da, die man einhalten kann. Und da gibt es dann 5 Vorschläge von mir, wie man die Seite optimieren kann. Dass eben der Leser, der da hinkommt, auch wirklich weiß, was kriege ich denn da? Und nicht gleich wieder wegklickt und irgendwie woanders landet. Cool. Full Service, die werde ich in den Shownotes verlinken, deine Facebook-Gruppe, wenn du magst. Ja. Also, oder du gehst auf Facebook, suchst nach Buchvermarktung, Hilfe und Unterstützung für Autoren, genau. Gibt es ein paar Fragen, die man beantworten muss, weil es ist halt so, wer zuspammt, einfach nur Werbung, der fliegt raus. Ja, zum Glück, sonst kannst du deine Facebook-Gruppe heute eh nicht mehr gescheit leiten. Also ich denke mir, das sind so ein bisschen kleine Aufmerksamkeitsfilter darf man schon einbauen auf dem Weg zu suchen. Mit Stolz verkünden, ja, bei uns herrscht ein harmonisches Gruppenklima. Ne? Also wir haben da keine Posts, wo man jetzt irgendwie Angst haben muss, eine Frage zu stellen, weil man dann zerrissen wird, weil man sich vertippt hat. Ne? Mhm. Also das ist mir gerade in den letzten Tagen, haben wir einige Themen in unserer Gruppe besprochen und der Umgang miteinander ist wirklich hilfreich, unterstützend und freundlich. Na, sehr cool. Perfekt, liebe Helen, dann sage ich dir vielen Dank, dir da draußen. Ich denke, der nächste Schritt ist wahrscheinlich, du gehst auf onlinebuchmesse.de und sicherst dir deinen Platz. Und wir sehen uns dann im November beim heftigen Twittern, Instagrammen und Facebook unsicher machen. Dir, Helen, wünsche ich weiterhin viel Erfolg und freue mich auf, was da kommt. Da draußen, wir hören uns wieder in einer Woche. Vielen Dank.